So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Beetle Gang. Heute mache ich ein Video zu dem neuen Zulotropis Gyrosomatrensis Pärchen. Das Unboxing-Video davon verlinke ich nochmal in der Infobox. Heute richte ich mal die Zuchtbox ein für die. Am Anfang hier erstmal einfach eine 22 Liter Box von Ikea. Reicht. 39x28x28 ist die Maße. Das reicht vollkommen aus für ein einziges Pärchen. Ja, ich habe hier ein Substrat. Das ist Flakesoil gemischt mit Waldorf-Humus. Warum ihr euch jetzt fragt, warum mit Waldorf-Humus Humus gemischt? Das hat einen ganz einfachen Grund, und zwar das Flakesoil habe ich eingefroren, weil da Milben drin waren. Und dadurch ging die Mikrofauna kaputt. Und dann habe ich nochmal lebenden Waldorf-Humus reingetan, dass die Mikrofauna sich vielleicht, hoffe ich mal, wieder herstellt. Denn wenn die Erde keine Mikrofauna mehr hat, also es sind da ganz kleine Bakterien, können noch leichter Milben reinkommen wieder, weil es dann keine Abwehr mehr hat. Und deswegen hoffe ich jetzt einfach, dass da wieder kleine Bakterien sich bilden. Und ja, bevor ich die Erde einfülle, habe ich hier nochmal ein Beutel mit weißem Holz drin, denn Zulotropis Gyrosomatrensis sind ja Riesenkäfer und die Larven essen ja auch weißfaules Holz. Hier habe ich klein gemachtes weißfaules Holz, nicht gehäckselt, das sind jetzt nicht die kleinsten Stücke, aber ein bisschen klein gemacht. So, manche machen so eine Schicht von 6 cm, das hier sind jetzt nicht mal 3 cm oder höchstens 3. Aber dafür habe ich noch größere Stücke. Deswegen mache ich nicht so eine große Schicht mit gehäckselten. Da tue ich dann eher größere Stücke rein. Weißvolles Holz kann man, sage ich jetzt einfach nochmal, kann man im Wald sammeln. Kann man sich aber auch im Internet bestellen. Ich verlinke so welche Seiten jetzt einfach gleich nochmal, also in der Infobox, wo man sowas bestellen kann. Mit der Erde habe ich auch nochmal was verlinkt. Aber wenn man es selber sammelt, muss man aufpassen, denn das darf kein Nadelholz sein, denn das ist giftig. Genauso wie bei der Erde, Waldorf-Humus, man kann auch nur Waldorf-Humus für Xylotropis nehmen. Aber da muss man auch aufpassen, dass man nicht da sammelt, wo Nadelbäume stehen, denn Nadeln sind giftig für Käfer. Deswegen sollte weißfaules Holz immer nur von Laubbäumen sein, denn das ist ungiftig. Und die besten Sorten, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, von Laubbäumen weißfaulem Holz sind Eiche, Buche und Ahorn. Aber natürlich gehen andere auch. Aber für die meisten Arten sind halt die drei am besten. So, und hier habe ich jetzt nochmal ein riesiges Stück wirklich. Da sieht man auch, hier sind Pilze dran. Denn weißfaules Holz wird ja vom Pilz beimpft sozusagen, also überfallen, sage ich mal, und dann wird es zu weißfaulem Holz. So, jetzt habe ich hier weißfaules Holz drin. Ja, ein paar Stücke. Das sollte eigentlich reichen. Und dann würde ich sagen, fülle ich jetzt mal die Erde rein. Also bis gleich. So, ich habe jetzt noch mal kurz gestoppt. Und zwar, ich habe vergessen, die Erde anzufeuchten, denn die Erde darf nicht stauben. Das ist nämlich viel zu trocken, die muss halt schön feucht sein, weil die Käfer kommen ja auch aus Sumatra und das ist ja auch feucht. Also ja, so, jetzt habe ich die Erde angefeuchtet. Jetzt sieht die auch wieder ganz anders aus, viel dunkler. Da ist zwar jetzt noch die trockene Erde drin, weil die habe ich ja vergessen anzufeuchten. Habe ich jetzt aber noch mal ein bisschen mit der Gießkanne drüber und dann würde ich jetzt einfach die Erde einfüllen. Also sehen wir uns gleich. We'll be right back.
So, ich bin jetzt fertig mit Erde einfüllen. Es regnet gerade leider ziemlich stark. Dafür kann ich auch nichts. Das hier ist jetzt übrig geblieben, so ein kleiner Rest hier. So. Hier, das habe ich zugesägt. So, unten ist das weißvolle Holz. Oben ist was zum Draufklettern hier. Und die Box hier tue ich drauf. Und dann haben die auch ein bisschen Auslauf zum Fliegen und halt so zum Klettern. Und ja. So, das Erde-Einfüllen ist jetzt fertig. Es sind ein paar Tage vergangen, weil die Käfer sind noch nicht angekommen, wo ich das hier gemacht habe. Die sind jetzt angekommen. Sind sehr schöne Tiere, wirklich. Ich hatte mir sie zwar ein bisschen größer vorgestellt, aber ist jetzt auch nicht schlimm. Finde ich sie trotzdem richtig schöne Tiere. Und fangen wir jetzt mal an einzurichten. Hier habe ich so einen Jelly Holder einfach. Ihr seht hier schon, hier ragt ein großes weißvolles Holzstück aus der Erde. Hier. Das musste ich sogar zuschneiden, weil das viel zu groß war, weil die Box kommt hier oben drauf. Und ja. Und dann habe ich noch einen Jelly Holder, wo die gerade drauf sind. Den tue ich auch noch rein. Ich überlege gerade, welchen Jelly Holder ich nehmen soll. Und ich glaube, der hier ist ganz schön, obwohl. Ich glaube, ich einfach den hier nehme. Ich weiß nicht, ob man es gerade sieht. Ja. Den platziere ich jetzt hier noch irgendwo. Man kann Holzstücke, die oben drauf liegen, auch ein bisschen eingraben. Das ist auch immer ganz schön. Und ein bisschen natürlicher, weil in der Natur liegen ja auch recht selten nur diese Stücke ganz auf der Erde, ohne ein bisschen eingegraben zu sein. Dann habe ich hier noch sowas. Das ist einfach so eine Korkrinde. Die tue ich hier hin. So, die ist gut. Dann habe ich noch einfach so Moos, Holzstücke, die ich hier auch noch platzieren kann und Äste. Erstmal muss ich aber, bevor ich diese Äste und so platziere, alles andere platzieren. Ich habe hier noch so eine Plastikpflanze gekauft. Eigentlich wollte ich zuerst einen echten Farn kaufen. Aber es hat sich dann doch nicht so toll herausgestellt, weil die fast alle giftig waren, die ich kaufen wollte, die halt schön aussahen. Ja. Hier hole ich das Pärchen. Das sind wirklich wunderschöne Käfer. Habt ihr vielleicht schon ein Unboxing gesehen? Das Männchen oben mit dem Horn. Hat auch ein sehr schönes Horn. Und das Weibchen unten. Ja, ich platziere ich einfach mal hier. So. Die können sogar fauchen. Aber das ist, glaube ich, Stress für die. Oh, das ist sehr viel Erde angefallen. Das ist, glaube ich, schon recht stressig für die, immer zu fauchen auch. Also ich weiß gar nicht, wie die es machen, aber... Ja, dann habe ich hier halt noch so diese Äste, aber ich glaube, der ist viel zu groß. Und der hier passt zum Beispiel. Einfach so Kletteräste halt. Dass die doch ein bisschen klettern können. Das Weibchen will, glaube ich, jetzt gleich fliegen. Die Zuchtbox ist jetzt fertig eingerichtet. Kommen jetzt noch ein paar Blumen rein. Diese Plastikpflanze, die ich hatte, habe ich bemerkt, die passt einfach nicht rein. Benutze ich dann einfach für irgendein anderes Tier. Ja, das Weibchen will fliegen. Es ist geflogen. Die können wirklich sehr schön fliegen. Das Traurige an meinen Dreihornkäfern war, die sind übrigens beide gestorben. Hatten keinen guten Nachwuchs. Hatten keinen guten Nachwuchs und ich habe jetzt nur 2 Eier gefunden. Das war nicht mehr. Also wirklich sehr schade und die sind auch nie geflogen. Das Weibchen ist einmal geflogen, aber das Männchen nie. Hätte ich mal gern gesehen. Aber ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und geholfen. Zuchtbox und Brutbox für Xylotropis gigantomatrensis einrichten. Jetzt wisst ihr auch, wie ihr euch selber so welche Tiere anschaffen könnt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao.